Hallo ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen-Tarot. Ich bin Cynthia und heute schauen wir auf die Woche vom 1. bis zum 7. Januar 2024. Schauen, welche Informationen die geistige Welt für euch bereithält. Es ist eine allgemeine Legung, ja, liegt also in der Natur der Sache, dass es auch Dinge gibt, die mit euch nicht resonieren. Nehmt mit, was resoniert. Und den Rest lasst ihr einfach für jemand anderen übrig. Am Ende blende ich die Playlist ein, 1. bis 7. Januar. Schaut euch da, wenn ihr alle Informationen haben wollt zu der Woche, euren Aszendenten noch dazu an. Wenn es mit euch in Gefühls- und Beziehungsthemen resoniert, dann auch noch Mond und Venus. Ja, ihr besteht mehr als aus eurem Sonnenzeichen. Deswegen ist das immer ganz wichtig. Ich blende auch nochmal die Jahreslegung für 2024 ein. Kanalmitglieder können die lange Version der Jahreslegung anschauen, wo dann auch die einzelnen Monate noch angeschaut werden. Wer noch kein Kanalmitglied ist, kann das für 99 Cent oder 1,99 werden. Einfach auf den Button Kanalmitglied werden unter dem Video klicken. Da findet ihr dann alle Informationen, was ihr als Kanalmitglied bekommt. Und ja, genau, in der Videobeschreibung ist auch noch der Link zu meinem Shop für die digitalen Produkte. Kanalmitglieder kriegen auch 15% Rabatt auf alle digitalen Produkte. So, und dann, das gesagt, legen wir los. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Löwen für die Woche vom 1. bis zum 7. Januar 2024. Okay, vielen Dank. So. Vergangenheit, Gegenwart, nahe Zukunft und die Zukunft. So. Die tragende Energie in der Woche ist die Welt auf dem Kopf. Also wirklich so eine innere Einkehr von, ja, ihr schaut euch an, was in eurem Leben mal ganz allgemein gesagt nicht schön ist. Ja? Vielleicht auch ja, Selbstkritik, Selbstzweifel könnten hochkommen. Aber auch ja, so das Resümee ziehen, welche Ziele habe ich nicht erreicht und wie soll es jetzt dann 2024 für mich aussehen. Also ich merke hier, einige Löwen haben irgendwie den Boden erreicht quasi und überlegen sich jetzt, ja, jetzt kann es nur noch bergauf gehen. Wie soll das jetzt geschehen, sag ich mal. Aus welcher Situation kommt ihr? Page der Kelche, der Narr und die Vier der Schwerter auf dem Kopf. Also hier kann es sein, dass einige Löwen in der Vergangenheit gesagt haben, ja, jetzt ist mal Schluss mit Rückzug, jetzt ist mal Schluss mit Selbstheilung, ich stürze mich ins Leben. Ich mache hier jetzt meinen Neubeginn. Es kann sein, dass ihr hier mit eurem inneren Kind in Kontakt gekommen seid, ja, was euch auch die Energie gegeben hat, endlich euch also aufzustehen, aufzurichten, und mit einer ganz neuen Lebendigkeit die Dinge anzugehen, anzusehen auch, ja, innere Kindarbeit und euch wieder auch auf, ja, das, was ihr mögt und liebt, besonnen habt. Hier gibt es aber auch Löwen, die haben sehr überraschend jemand Neues kennengelernt, eine neue Liebe, eine neue Freundschaft oder die Chance bekommen auf einen Job, der euch ja einfach sehr erfüllt. Wir klären das Ganze. Ja, 8 der Schwerter. Also tatsächlich, es kann auch hier einige Löwen geben, die so eine Tollpatsch-Phase hatten. Tatsächlich, weil ihr so ein bisschen aufgerieben wart. Und auch eine Phase tatsächlich, eine Phase, wo ihr vielleicht nicht weitergekommen seid. Und deswegen
auch nochmal mit eurem inneren Kind in Kontakt gekommen seid. Und ja, der große Wille, die Liebe, also die Selbstliebe tatsächlich zu aktivieren. Das kann damit einhergegangen sein, dass ihr im Job jemanden hattet, der euch nicht so hat machen lassen, wie ihr wolltet. Es kann sein, dass ihr mit jemandem eine ganz furchtbar miese Kommunikation hattet, ja, vielleicht sogar in der Liebe. Aber das sind Menschen generell, das muss nicht der Herzmensch, Partner, Partnerin gewesen sein, es können auch Freundschaften gewesen sein. Jemand hat euch zurückgehalten, jemand hat euch aufgerieben und es kann sein, dass hier auch Kontakte beendet worden sind, weil ihr keine Lust mehr hattet, euch so gefangen in euch drin und in eurem Leben zu fühlen. Also die Ausrichtung ist hier Neubeginn und Selbstliebe gewesen in der Vergangenheit. Gegenwärtige Situation bis nahe Zukunft, da haben wir die 10 der Stäbe auf dem Kopf, die 5 der Kelche und das Ass der Schwerter. Für einige von euch ist es hier so, dass eine Wahrheit ans Licht gekommen ist, die euch einerseits sehr befreit hat, weil ihr es schon längst auch irgendwie gefühlt habt, aber es hat euch nichtsdestotrotz natürlich auch traurig gemacht, ja. Ihr habt euch aber generell, auch wenn es euch schwer gefallen ist, von etwas oder jemandem gelöst und endlich euer wahres, authentisches Ich gelebt. Ja, also da war irgendwo das Maß irgendwann mal voll. Guckt euch das hier an. Ja, die Ausrichtung auf euch, auf eure Fülle, auf das, was euch, ich sag mal, geblieben ist. Hier 5 der Münzen auf dem Kopf. Also ihr wolltet nicht mehr irgendwie emotional im Kalten stehen gelassen werden. Ihr wolltet nach vorne. Ihr wolltet euch leicht fühlen. Ich sehe hier, dass euch das nicht leicht gefallen ist. Ja, dass ihr aber auch Angebote möglicherweise von dieser Person aus der Vergangenheit auch ja erstmal nicht mehr angenommen habt, nicht mehr annehmen konntet. Ja, für einige ist es ja ein Vertrauensproblem, für andere einfach wirklich das Maß ist voll. Hier, ich muss jetzt mich leben, ich muss mich daraus befreien und das, was du mir da wieder versprichst, im Übrigen hier witzig, der Narr auf dem Deckboden, schon wieder der Neubeginn, auch in der gegenwärtigen Situation bis nahen Zukunft, was du mir hier anbietest, da habe ich keine Lust mehr drauf, da bin ich zu skeptisch, gebrannte Kinder, ja, sehe ich hier unter euch Löwen, die sich wirklich befreien wollten, befreit haben, auch wenn es euch nicht leicht gefallen ist, aus dieser Situation. Zukünftige Situation, das Gericht auf dem Kopf, die 10 der Schwerter und der Teufel. Ihr müsst aufpassen. Ihr müsst definitiv aufpassen. Hier ist jemand noch in eurem Energiesystem, der euch am Boden liegen sehen will. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Der euch am Boden liegen sehen will, der euch wirklich auch ganz bewusst, und das ist hart, ganz bewusst auch nochmal Schmerzen zufügen möchte, der euch den Dreck unterm Nagel nicht gönnt. Jemand, ich fühle ja auch ganz viel Rache, ja, weil ihr diesem jemand irgendwie hier eure Energiezufuhr abgeschnitten habt. Da müsst ihr wirklich aufpassen. Dieser Mensch möchte euch am Boden liegen sehen. Der Mond. Dieser Mensch wird auf euch zukommen und euch Honig ums Maul schmieren. Der wird euch täuschen. Der wird euch das Blaue vom Himmel lügen. Ihr werdet das aber merken. Wir haben hier wieder die Welt auf dem Kopf. Das hier ist eure tragende Energie gewesen. Genau so. Wir haben hier die tragende Energie, das Gericht für die zukünftige Situation. Ihr werdet das merken. Warum? Weil ihr merkt, dass das eine Maske ist, dass ihr ganz schnell auch wieder an euer energetisches Low-Level, an euren energetischen Tiefpunkt kommt, sobald ihr nur an diese Person denkt. Ihr werdet euch daraus befreien. Ich denke nicht, dass dieser Mensch das schafft. Der Mond ist auch die Karte der Intuition, ja? Also ihr werdet da dieses Bauchgefühl haben. Das hattet ihr wahrscheinlich schon eine ganze Weile. Dieser Mensch tut euch nicht gut. Im Gegenteil, dieser Mensch möchte euch ganz bewusst schaden. Ich sehe hier, dass ihr das seht, das spürt, das eigentlich schon wisst, mit der Welt auf dem Kopf, wirklich auch die Erkenntnis, nein, in dieser Situation, mit diesem Mensch, Herzmensch, Freundschaft, wir haben mit den 10 der Kelchen jetzt hier auch die Familie liegen, aber eben auch den Beruf, ja, das Arbeitsumfeld,
mit diesem Mensch, diesen Menschen, dieser Situation werde ich meine Ziele nicht erreichen. Im Gegenteil, ja, da werde ich aufgehalten, getäuscht, vielleicht sogar auch mit Ängsten, inneren Ängsten in Kontakt gebracht. Das lasse ich los. Ich konzentriere mich auf meinen Neubeginn, auf meine Wahrheit. Ich lebe mein authentisches Selbst und noch mehr. Ich wachse über mich hinaus, weil ich höre diese innere Stimme, diesen Ruf, ja, den Schutz, den die geistige Welt euch da durch eure Intuition, eure Eingebung zukommen lassen möchte. Also keine Sorge, ihr werdet den Teufel austreiben. So, wir fragen, was kommt an Überraschung auf euch zu? Was seht ihr nicht kommen? Was müsst ihr wissen? Wenn es mit euch resoniert hat, wenn ich euch damit helfen konnte, dann lasst es mich wissen. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Lasst mir einen Kommentar da. An der Stelle wieder ein ganz großes Dankeschön an alle Abonnenten, an alle Kanalmitglieder für eure Unterstützung. Wirklich aus tiefstem Herzen. Danke, danke, danke. Guckt euch das an, die Welt richtig rum. Ihr demaskiert diesen Menschen und lasst los und damit werdet ihr eure Ziele erreichen und auch wieder die Schönheit der Welt, eure eigene innere, äußere Schönheit sehen, spüren können. So, was seht ihr nicht kommen? Fünf der Stäbe. Ja, ihr werdet euch nochmal mit jemandem auseinandersetzen dürfen oder mit, andersrum, ihr werdet für euch einstehen. Ja, ihr lasst nicht mehr hier, wie man so schön sagt, den Molly mit euch machen. Ihr seid nicht der Depp vom Dienst. Ihr seid keine Krafttankstelle für toxische Menschen, für manipulative Menschen, für Lügner, Betrüger, Narzissten, Soziopathen, Psychopathen, schlimmstenfalls sogar. Fünf der Stäbe, ihr steht für euch ein. Ja, ihr wollt Authentizität mit... Wow, jetzt habe ich hier meine Unterlage rumgekegelt. Authentizität... ihr wollt euch befreien. Ihr wollt nur noch Menschen, die es nicht nötig haben, euch etwas vorzumachen, euch in eine Welt der Illusion zu locken, um euch dann das Messer in den Rücken zu stechen. Und ihr werdet diese Kraft auch haben. Meine lieben Löwen, wenn ihr alle Informationen dazu haben wollt, schaut euch in der Playlist, die gleich eingeblendet wird, 1. bis 7. Januar euren Aszendenten noch an. Für Gefühls- und Beziehungsthemen Mond, Venus, ich blende die Jahreslegung noch ein. Und natürlich eure Löwe-Playlist, schaut da mal, ob da was drin ist, was ihr noch nicht geschaut habt, was euch aber weiterhelfen könnte jetzt. Eure Ahnenbotschaft zum Beispiel für 24. Ich wünsche euch einen guten, kraftvollen Start, einen authentischen Start, einen selbstbefreienden Start ins Jahr 2024. Alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald.